Nachdem wir im ersten Teil dieser Lektion die Begriffe Surjektivität, Injektivität und Bijektivität einer Funktion wiederholt haben, kümmern wir uns jetzt da um den Begriff der Umkehrfunktion. Da wird uns jetzt auch gleich klar werden, warum wir jetzt eigentlich vorhin diese drei Begriffe aus der fünften Klasse wiederholt haben. Wir starten mit einer Funktion f, die geht von der Definitionsmenge in die Wertemenge. Das könnten jetzt Teilmengen der reellen Zahlen sein. Also stellen wir uns das einfach vor, d ist eine Teilmenge der reellen Zahlen und in w stecken reelle Zahlen drin. Und was ganz wichtig ist, f ist für uns eine bijektive Funktion. Ja, also f ist bijektiv. So, dann gilt für uns Folgendes, falls wir uns erinnern können, ich kann Funktionen auch mit Hilfe dieser Kreisdiagramme darstellen. Ich habe die Definitionsmenge, da sind jetzt x-Werte drin. Es müssen nicht 4x-Werte sein, es können mehr x-Werte sein, es können weniger x-Werte sein. Wichtig ist aber, dass diese x-Werte nicht gleich sind. Das heißt, das sind da bei uns jetzt 4 verschiedene x-Werte. 7, 10, 19 und minus 25 zum Beispiel. Ja? Also 4 verschiedene x-Werte. Auch die Wertemenge kann ich als Kreisdiagramm darstellen. Da sind jetzt da auch wieder 4 verschiedene y-Werte drin in dem Beispiel. Wie gesagt, auch da könnten mehr drin sein. Wichtig ist, und darauf kommen wir jetzt da eh gleich nochmal zu sprechen, aufgrund der Surjektivität und Injektivität müssen natürlich gleich viel y-Werte in w drin sein, wie x-Werte in d drin sein, weil sonst würde die Bijektivität nicht funktionieren. Warum würde die nicht funktionieren? Naja, bijektiv heißt generell Funktion ist ja mal eine eindeutige Zuordnung. Ja? Das heißt, diesen x hier können nicht gleichzeitig zwei verschiedene y zugeordnet werden. Dann wäre es einfach mal nur eine Funktion, ja, wenn diese Zuordnung eindeutig ist. Ja? Bijektivität bedeutet jetzt ja einerseits Injektivität. Injektivität heißt nicht nur, dass jedem x genau ein y zugeordnet wird, sondern umgekehrt, dass auch jedem y nur genau ein x zugeordnet wird. Mit anderen Worten, es entstehen einmal so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Ja? Es kann immer nur genau ein x mit einem y verbunden sein. Und Punkt 2, warum müssen da jetzt da genauso viele verschiedene y-Werte wie hier x-Werte drin sein? Naja, Surjektivität heißt ja, dass jeder Wert aus der Wertemenge getroffen wird. Das heißt, wenn hier 3x-Werte drin sind und hier drüben wären 20 y-Werte drin, dann würden ja logischerweise 17 x-Werte nicht getroffen werden, ja, und y-Werte nicht getroffen werden. Und dann könnte das Ganze nicht mehr surjektiv sein. Was auch nicht sein dürfte, wäre Folgendes, dass zum Beispiel dieses x2 ebenfalls auf y1 abbildet. Jetzt nicht falsch verstehen. Eine Funktion wäre es trotzdem, weil. Also man, das wäre jetzt keine Funktion. Ja? Wenn beide Pfeile hier bestehen bleiben würden, dann wäre das f schon gar keine Funktion mehr, weil dieses x gleichzeitig auf y1 und y2 abbilden würde. Das ginge schon mal gar nicht. Ja? Dann wäre es nicht einmal, dann wäre sogar das falsch. Ja, wenn ich mir diesen Pfeil jetzt wegdenke, so, gehen wir den weg, und ich sage x2 bitte bilde genau auf dieses y1 ab, dann wäre f zwar eine Funktion, das würde funktionieren, aber f wäre nicht mehr bijektiv. Warum? Weil f weder injektiv wäre, weil ja dieses y hier plötzlich zwei verschiedene x-Werte besitzt. Und es wäre auch nicht mehr surjektiv. Warum? Weil ja quasi dieses y2, das soll ein Auslösungszeichen sein, weil dieses y2 ja plötzlich gar nicht mehr getroffen wird. Damit wäre f nicht mehr surjektiv. Gut, also ich hoffe, jetzt ist nochmal klar, was Bijektivität bedeutet. Ja, es gibt eine eindeutige Zuordnung von x zu y und auch umgekehrt. Und jeder Wert aus der Wertemenge wird getroffen. So, da ich jetzt da hier eine eindeutige Zuordnung habe von d nach w, die bijektiv ist, kann ich das Ganze auch genau umgekehrt betrachten. Das heißt, ich weiß ja, x1 bildet auf y1 ab, dann bildet logischerweise, wenn ich eine andere Funktion finden würde, die genau das Gegenteil macht, dann bildet die genau retour ab auf x. Ja, also ich kann quasi den Pfeil einfach rückwärts zeichnen. Die Funktion kann ich jetzt nicht mehr f nennen, weil f geht ja von der Definitionsmenge in die Wertemenge, so wie es hier oben steht. Aber ich kann die Funktion jetzt beispielsweise f Stern nennen. Ja, ich könnte sie auch GH oder Anton nennen, ja, aber ich habe sie jetzt einfach f Stern bezeichnet. Und die geht quasi jetzt retour von der Wertemenge in der Definitionsmenge. Die ordnet jedem y genau ein x zu.
Also das wäre jetzt die Funktion f Stern von der Wertemenge retour in die Definitionsmenge. Ich glaube, das ist jetzt nicht besonders überraschend, wenn das Kapitel Umkehrfunktion heißt und diese Funktion quasi f Stern den umgekehrten Weg wie f beschreitet, dann ist f Stern jetzt da die Umkehrfunktion von f. Was ich hier auch gleich wieder auf den ersten Blick sehe, auch f Stern ist bijektiv, wenn f bijektiv ist, ja, weil der Pfeil ja einfach in die umgekehrte Richtung gezeichnet wird. Definieren wir mal Umkehrfunktion. Ich habe eine Funktion f gegeben, die ist bijektiv, die geht von der Definitionsmenge die Wertemenge w. Dann gibt es eine bijektive Funktion f Stern, die den umgekehrten Weg von der Wertemenge in die Definitionsmenge beschreitet, die jedem Element y aus der Wertemenge sein passendes Urelement x aus der Definitionsmenge bezüglich der Funktion f zuordnet. Und diese Funktion f Stern nennt man dann die Umkehrfunktion von f. Kurze Anmerkung, oder zwei Anmerkungen sogar. Erstens, x aus der Definitionsmenge nennt man dann ein Urelement von y aus der Wertemenge bezüglich f, wenn eben f von x y ist. Ja, das ist quasi ein Urelement, damit ich diesen Weg zurück vom y zum x finde. Also im vorigen Beispiel, in diesen zwei Kreisdiagrammen, war x1 das Urelement von y1, x2 das Urelement von y2 und so weiter. Zweite Anmerkung, auch das sollte klar sein, wenn jetzt f Stern die Umkehrfunktion von f ist, dann ist logischerweise f die Umkehrfunktion von f Stern. Ja, das ist einfach quasi Perspektivenwechsel. Ja? Aus der Perspektive von f Stern ist f die Umkehrfunktion. Und beide sind, wie gesagt, bijektiv, wenn eine von beiden bijektiv ist. Einen Satz schreiben wir uns auch nochmal auf, schaut auf den ersten Blick irgendwie redundant zur Definition auf, da steckt aber nochmal eine wichtige Überlegung jetzt drin, die wir gleich brauchen werden. Angenommen, ich betrachte jetzt einfach zwei Funktionen, die sind mir gegeben. Ich sehe, die eine Funktion geht von der Definitionsmenge a in die Wertemenge b und die Funktion g geht von der Menge b in die Menge a. Dann sind die zwei genau dann Umkehrfunktionen voneinander, also nur weil f von a nach b geht und g von b nach a zurückgeht, heißt das ja noch lange nicht, dass das jetzt da Umkehrfunktionen voneinander sein müssen, sondern wir müssen noch das mit dem Urelement sicherstellen. Ja? Das heißt, es muss für jedes x aus der Menge a und für jedes y aus der Menge b gelten. Wenn ich y durch f von x erhalte, dann muss ich x erhalten, wenn ich y bei g einsetze, also quasi der umgekehrte Weg. Dann ist natürlich g die Umkehrfunktion von f, beziehungsweise f die Umkehrfunktion von g. Ich sehe es da unten auch noch einmal mit dieser Zeichnung. Ich starte hier mit einem x aus der Menge a, komme mit Hilfe der Funktion f, indem ich hier x einsetze in die Funktion f, komme ich zu einem y aus der Menge b. Das ist eben f von x. Und wenn ich genau dieses y jetzt da nehme und bei der zweiten Funktion g einsetze, die wir hier haben, also ich setze hier jetzt da y ein, dann komme ich wieder genau zurück zu diesem x aus der Menge a. Also x ist das Urelement von y und entsteht, indem ich, wie wir hier sehen, bei g diesen Wert y einsetze. So, warum ist gerade diese Info hier, die wir hier haben, für mich besonders wichtig? Werden wir gleich im nächsten Rechenbeispiel sehen. Also ich, super, das wollte ich jetzt nicht. Werden wir gleich im nächsten Rechenbeispiel sehen, warum das für mich wichtig ist. Weil ich hier Folgendes sehe, wenn ich y mit f von x ausrechne und ich möchte jetzt die Umkehrfunktion g haben, dann muss ich quasi nach x umformen, weil da steht x ist gleich. Und das ist jetzt das Wichtigste, die wichtigste Info für die Beispiele, die wir uns jetzt gleich anschauen dazu. Also, erstes Beispiel, f geht von r nach r und x wird auf 2x minus 6 abgebildet. Zuerst sollen wir mal begründen, dass f bijektiv ist und dann sollen wir die Gleichung der Umkehrfunktion f Stern bestimmen. Naja, wenn wir f zeichnen, dann ist das logischerweise eine Gerade, weil es ist eine lineare Funktion. Was sehen wir bei dieser Geraden sofort? Naja, diese Gerade ist fix bijektiv. Warum? Weil einerseits jedem y nur genau ein x zugeordnet wird, also da gibt es eine eindeutige Zuordnung von beiden Richtungen, x nach y und y nach x. Es wiederholt sich nichts, ja? Also es gibt keine Funktionswerte,
die irgendwie doppelt getroffen werden. Und zweitens, das Ganze ist auch sicher surjektiv, weil es ist eine Gerade, die beginnt da quasi ganz unten bei minus unendlich und schreitet alle y-Werte bis plus unendlich ab. Und damit treffe ich in der Wertemenge alle reellen Zahlen. Das heißt, wenn ich eine lineare Funktion definiere, die, Achtung, nicht konstant ist, also eine waagrechte, darf es nicht sein, dann ist diese Funktion gegeben mit dieser Werte- und Definitionsmenge immer bijektiv. Ja? Also f ist fix bijektiv, weil surjektiv und injektiv. So, und jetzt sollen wir die Umkehrfunktion f Stern bestimmen, die ja dadurch automatisch existiert und auch bijektiv sein muss. Ich schreibe mir daher die Funktion f jetzt noch einmal an. F von x ist ja 2x minus 6, habe ich hier gegeben. So, und jetzt wissen wir ja, f von x ist ja nichts anderes wie der y-Wert, den ich mir ausrechne. Jetzt schreibe ich statt f von x y hin. Y ist 2x minus 6. Und jetzt kommt das zu tragen, was ich vorher in dem Satz gesagt habe. Wenn ich jetzt die Umkehrfunktion finden möchte, dann möchte ich ja x ausrechnen mit der Hilfe von y, also dem umgekehrten Weg. Mit anderen Worten, ich forme die Gleichung jetzt einfach auf x ist gleich um. Also ganz simples Gleichungsumformen, x soll rauskommen. Also rechne ich zuerst jetzt einmal plus 6 auf die linke Seite, dann habe ich y plus 6 ist 2x und jetzt muss ich nur mal durch 2 dividieren, dann habe ich ein halbes y plus 3 ist gleich x. Und das ist meine fertige Umkehrfunktion. Ich habe jetzt also f Stern von y ist ein halbes y plus 3. So, und das kann man jetzt auch ganz simpel austesten. Ich mache Folgendes. Ich mache da jetzt kurz eine Wertetabelle. Ich habe x und f von x. Angenommen, ich setze jetzt in f von x den Wert, sagen wir, 2 ein. Also x ist 2. Dann muss ich das da einsetzen. F von 2 ist 2 mal 2 ist 4. 4 minus 6 ist minus 2. Ja, also 2 minus 2. So. Und das ist jetzt ja quasi mein y, ja? F von x ist y. Ja, wie kann ich jetzt testen, ob das passt, ob das wirklich die Umkehrfunktion ist? Naja, würde ich jetzt da minus 2 einsetzen, also diesen y-Wert, dann muss er mir den x-Wert 2 ausspucken, also den umgekehrten Weg. Probieren wir es aus. F Stern von minus 2 ist gleich 1 halb mal minus 2, 1 halb mal minus 2 sind minus 2 halbe, also ist minus 1 plus 3 und das ist 2. Passt. Ja? Also, wie man sieht, ich komme wieder genau zum x retour. Problem gelöst. Zweites Beispiel, da habe ich die Funktion x². Achtung, haben wir vorher im ersten Teil dieser Lektion schon besprochen. Bijektivität habe ich bei der Parabel nur, wenn ich zum Beispiel die Definitionsmenge nur im Positiven betrachte und auch die Wertemenge nur aufs Positive inklusive 0, also auch die Definitionsmenge inklusive 0 beschränke. Dann erhalten wir quasi diese halbe Parabel beginnt bei 0, 0. Das ist auf jeden Fall bijektiv, weil es ist einerseits injektiv, wie wir da wieder sehen, also es wird jeder Wert nur genau von einem x getroffen und außerdem ist es surjektiv, weil dieser Graph hier ja immer weitergeht und damit werden alle positiven reellen Zahlen getroffen. Also f ist bijektiv. Gleich wie vorher schreibe ich mir nochmal die Funktionsgleichung hin. F von x ist x². F von x kann ich durch y ersetzen. Jetzt da muss ich nur mal die Wurzel ziehen und habe ich x ist gleich die Quadratwurzel aus y. Wichtig natürlich, wir schauen uns hier nicht plus minus die Wurzel aus y an, sondern nur die Wurzel aus y, was eh schon dadurch gegeben ist, dass sowohl Definitions- als auch Wertemenge auf die positiven Zahlen inklusive 0 eingeschränkt sind. Das heißt, meine Umkehrfunktion f Stern von y ist die Wurzel aus y. Machen wir hier das gleiche Beispiel, testen wir aus. Ich mache hier x und f von x. Nehmen wir wieder die Zahl 2. Wenn ich bei f 2 einsetze, 2 zum Quadrat ist 4. Jetzt setzen wir bei f Stern diesen 4er ein. Naja, die Quadratwurzel aus 4, und zwar die positive Quadratwurzel aus 4 ist 2, passt. Also komme, indem ich den y-Wert bei f Stern einsetze, wieder zurück zum passenden x. Und das war's. Das heißt,
Das Wichtigste ist, zuerst kontrollieren, ob bijektiv, und dann einfach die Funktionsgleichung hinschreiben, statt der Funktion y ist gleich hinschreiben, also statt f von x, y ist gleich hinschreiben, und das Ganze nach x umformen und dann einfach einmal zur Sicherheit, wenn man es überprüfen will, als Probe mit einem Durchlauf austesten. Gut, das war's.